Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute werde ich euch die überteuert verkaufen Trading Methode erklären. Und falls ihr öfter Trading Tipps haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da und checkt auch gerne die Links in der Beschreibung ab. Und dann starten wir jetzt auch direkt rein mit der Erklärung. Also, was ist überteuert verkaufen? Überteuert verkaufen ist, wenn ihr euch Rare-Spieler kauft und die einfach für mehr verkauft, als sie eigentlich wert sind. Das sagt ja auch schon der Begriff überteuert verkaufen. Ihr verkauft die Spieler einfach überteuert. Und da ist halt dann wichtig, dass ihr die richtigen Spieler wählt und für die richtige Coinsmenge sie dann auch reinstellt. Also, ich werde euch das Ganze jetzt mal erklären und euch dann auch noch ein paar Beispiele nennen. Also, ganz, ganz wichtig ist die Liga. Die Liga ist sehr, sehr wichtig, genauso wie der Verein. Also Verein und Liga sind beides wichtige Punkte, sage ich jetzt mal. Also die müssen beide gut sein. Und dann ist noch wichtig, dass die Nation gut ist. Also ihr solltet das nicht mit irgendeiner Nation machen, sondern die Nation sollte auch halbwegs beliebt sein. Dazu sollte der Spieler halbwegs bekannt sein. Und das war es eigentlich auch schon. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die ich euch da empfehlen kann. Und der Spieler sollte unter 1000 Münzen wert sein im Einkauf. Okay, und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt ein paar Beispiele. Und zwar zum Beispiel Shawcross. Den haben wir hier für 1300 verkauft. Den habe ich aber nur so für 800 Münzen gekauft. Also, er ist Engländer. Die Liga ist natürlich gut, der Verein geht so, sage ich mal. Er hat ein 81er Rating, hat ganz gute Werte für einen Innenverteidiger. Den kann man auf jeden Fall überteuert verkaufen. Gehen wir weiter zum nächsten, das ist Icardi. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Also Icardi, den kann ich euch echt nur empfehlen. Der hat nämlich ein 82er Rating. Also umso höher das Rating eigentlich ist es auch umso besser, sag ich mal. Der hat extrem gute Werte. Dazu hat er Argentinien und Inter Mailand. Das ist beides sehr gut. Und deswegen haben wir den für unter 1000 Münzen gekauft und für 1700 verkauft. Also ich kann euch auch echt nur empfehlen, die Spieler so für circa das Doppelte reinzustellen. Also circa das Doppelte, das kommt eigentlich ganz gut hin und da verkaufen sie sich auch am besten. Ne? Und falls ihr wissen wollt, wie ich das hier gemacht habe, die habe ich nämlich beide für unter 300 Münzen gekauft, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann gehen wir weiter zu Gabea, Marseille, Franzose, für unter 1000 gekauft, 1600 verkauft. So, Lemina habe ich nur für 1200 verkauft, aber habe trotzdem den Gewinn von ca. 300 Münzen gemacht. Dann Moreno, der hat natürlich alles perfekt, der ist schnell, der hat eine gute Liga, der hat eine gute Nation und ist ein Linksverteidiger. Also das ist alles perfekt bei ihm und deswegen konnten wir den auch für 1600 verkaufen. Coentrao ist auch sehr, sehr gut für die überteuert verkaufen Methode und Bellarabi, den habe ich sogar einmal für 2200 Münzen wegbekommen und der hat sogar ein 83er Rating, also der wird natürlich vielleicht für die Squad Building Challenges dann auch noch ein bisschen steigen. Und ja, Freunde, das ist eigentlich schon die überteuert verkaufen Methode. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Spieler unter 1000 Münzen kosten, dass sie eine gute Liga, eine gute Nation und einen guten Verein haben und dass sie ganz gute Werte haben. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was ich euch sagen wollte. Also stellt ihr dann einfach ein bisschen überteuert rein und ganz, ganz wichtig, was ich noch vergessen habe, ihr müsst Geduld haben bei dieser Methode. Also die Spieler verkaufen sich nicht nach einer Stunde, auch nicht nach zwei Stunden, wahrscheinlich auch nicht nach fünf Stunden, aber nach, ja, vielleicht, weiß ich nicht, 30 Mal reinstellen oder so, geht dann einfach mal einer weg und dann macht ihr dann einfach einen easy Gewinn. Ihr müsst die Spieler ja nur immer wieder neu reinstellen. Das heißt, das ist eigentlich ohne viel Aufwand, könnt ihr da viel Gewinn rausholen, sage ich jetzt einfach mal. Diese Spieler hier, also für diese Spieler habe ich, ja, keine Ahnung, eine Woche oder so gebraucht. Also das sind jetzt hier sieben Spieler, die ich verkauft habe, die ich überteuert verkauft habe in einer Woche. Das heißt pro Tag circa ein Spieler, aber ich habe auch nur ungefähr 20 Spieler reingestellt. Und sieben davon sind jetzt also weg. Also ihr könnt schon davon ausgehen, dass ich die nach ein bis zwei Wochen verkaufe. Und dann macht ihr da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Gewinn. Wichtig ist halt, dass ihr die immer für eine Stunde reinstellt. Und dass ihr die immer wieder neu anbietet, also immer wieder auf alle neu anbieten gehen, so wie ich es hier gerade mache, damit sich die Spieler, die ihr dann eben noch drauf habt, damit ihr die Spieler, die ihr noch drauf habt, auch direkt wieder anbietet. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon die Trading-Methode gewesen. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.